Und herzlich willkommen zurück zu Donkey Kong 64. Am Start. In der letzten Folge waren wir bei Quanky, wo wir jetzt eigentlich hingehen können. Weil ich sie ja nicht beachtet habe. Quanky. Einmal blopp. In die Nussschale rein. Ah, ich sehe. Wir haben hier was zum Abschießen. Inga wird doch treffen hier. Oh, wir haben eine Medaille bekommen. Nice. Einmal wegpacken. Was haben wir denn da? Okay. Aber ich gehe erst nach Quanky rein. Mal gucken, was er für uns hat. Oder was wir bei ihm noch so machen können. Grüß Gott. Perfekt. Another of my potion, Donkey. Ja, gib her, Opa. Barbon Blast. Da achte ich jetzt diesmal drauf, was wir drücken müssen. Press Z. Z und Z. Komisch. Ich würde sagen, bevor die Jungs hier uns auf den Keks gehen, machen wir das mal eben so. Und holen uns alles hier. Und da haben wir das Nashorn ja haben. Können wir ja. Und das Nashornfell tippe ich mal dran. Aber eben noch schnell die Münzen ansammeln, die Bananen davor. Ach, wir verwandeln uns ins Nashorn, okay. Okay. Ah, okay, verstehe. Donkey Kong. Okay, der Lulatsch. Okay, die Kleine. Ah, und hier ist wieder so ein Ding. Okay. Nice. Können wir eigentlich mal reingehen, oder? Und wir hätten jetzt noch paar Bananen da vorne. Ah, das ist das schon, okay. Stehe. Das ist auf jeden Fall geil, finde ich. Auf jeden Fall geil gemacht, muss ich sagen. Das ist das erste Level ist. Haben wir noch was vor uns? Da müssen wir lang, oder? Oh, nee. Hallo? Hallo? Okay. Ah! Okay, das kenne ich noch. Sag ich euch vorweg, man kann mit Tiny, heißt die, glaube ich, mit dem Mädchen kann man Fotos machen und die einfangen. Und das ist das. Das finde ich auf jeden Fall geil gemacht. Ich dachte, die wäre irgendwas Gelbes für mich. Apropos Gelb. Mal eben schnell. Nee. Schauen wir eben. Zack. Die 10 Bananen, die gönnen wir uns. Oh, aber genau wieder ins Face. So. Und dann machen wir mal einen schnellen. Und zwar die 10 Bananen wieder. Ganz vor. Bam, 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 bam. Machen wir uns ganz langsam davon weg. Weil ich die nicht nochmal haben will. Aber ich finde es ganz geil gemacht, auf jeden Fall. Muss ich dazugeben.
macht auf jeden Fall Laune. Hep. Und Arschbacken. Ah. Wir bekommen eine Banane. Das ist da. Okay, eins, zwei. Das ist vorne am Anfang. Direkt. Hep. Oh. Na, können wir als nächstes hingehen? Dann würde ich sagen, wir holen uns mal schnell Didi. Und mit Didi können wir auch noch eine Plattform haben. Dann haben wir ja eigentlich zwei Dinger. Da vorne können wir ja wechseln. Direkt. Ah, hier ist Didi. Hey. Hep. Und Arschbacke. Und hiermit öffnen wir neben das Hauptquartier. Okay, da können wir oben auch wechseln. Wenn wir mit zwei hochgehen, dann können wir wechseln. Oder auch nicht. Das ist sehr viel. Ah. Viel einfacher kommt. Ah, okay, das zieht uns keine Zeit ab. Dann können wir mit zwei. Und mit zwei gehen wir wieder runter. Hep. Können wir die auch einsammeln? Nein. Schnell. Ich habe schon so viele Sekunden am Anfang vergeigt. Oh nein. Wir haben sie bekommen noch. Wow. Aber ziemlich knapp noch bekommen, muss ich dazu sagen. Aber immerhin ist jetzt unsere. Kleine Fischlis, kleine Fischlis, kleine Fischlis. Ah, oh, diese sind da Wassersteuerung, ne? Die ist ein bisschen abnormal. So. Können wir mit Donkey Kong wechseln? Und ja. Okay, wir müssen nach links hin, um nach rechts zu kommen, also. Umgekehrt. Und da wollen wir die fünfte Banane. Dann haben wir nach oben was, was wir mit Didi machen können. Und ich wollte jetzt eigentlich, da ich hier mit Donkey Kong hier gerade bin, da oben hingehen. Jetzt weiß ich auch, für was dieser Stein ist. Für den einen Typen da. Für den dicken. Schramm. Oh. Grafik. Grafik, Grafik. Ich würde einmal kurz speichern wollen. Okay. Okay. Und gehen. Minigame? Au. Jau. Ach, du ahnst es nicht. Man kennt ja das aus den Donkey Kong Returns und sowas. Und hier mal direkt aus der Perspektive zu machen, ist geil. Ja, Mann. Noch eine Banane. Donk, Donk, Donkey Kong. Ich komme. Okay, wir haben nur auch die Dinger spawnen nicht, ne? Okay. Hup, hup, hup. Moment. Ah, hallo, mein Freund. Hier kriegen wir auch noch einen Blueprint. Anscheinend. Hier haben wir einen lilanen. Ah, Federn. Okay. Scheint hier auch weiter zu gehen. Das heißt, wir müssen, wenn wir alle haben, jedes Level nochmal durchgehen. Später. Um wirklich das meiste zu erreichen. Puh. Drei, wo war denn... Hatte ich schon drei? Wo war denn drei? Ah, auf der anderen Seite. Ja, genau. Da brauche ich ja nicht nochmal rein. Wo ich jetzt reingehen würde, ist... zwei. Und mal gucken, ob ich diesen Blueprint geben kann.
Stimmt. Dann können wir in 2 gehen. Und dann können wir oben auch wechseln. Und dann gehen wir halt mit Didi in dieses eine Ding hier, wo wir jetzt gerade vorstehen. Also fern haben wir ja eigentlich nichts mehr, ne? Nochmal einsammeln. Was geht? Da wollte ich rein. Mir das mal angucken. Guck mal. Geheime Action. Sicherlich. Und das Ding stupst jetzt irgendwas an. Und dann. Oh, Banana. Hey. Schon 7 Stück in diesem Level. Blueprints. Ah, da. Schaut da, da ist da irgendwas, was wir mit einfügen können. Hoffentlich kriegen wir noch eine Banane. Sollten wir. Ah, jetzt habe ich falsch umgedreht. Ja, ja, du bist dran. Whoop, whoop. Oh, das gleiche Spiel hier normal oder was? Ach man, dass man das nicht überspringen kann. Naja, ich trinke mal in der Zeit einen Schluck. Bekommen wir auch eine Banane, ja. Also für jedes Ding, was wir finden hier, kriegen wir noch eine zusätzliche Banane. Auf jeden Fall nice. Schauen wir das mal an. Okay. Direkt da drunter gewesen. Ja gut. Gibt's das pro, bestimmt pro Level halt immer so eine Reihe runter, wo dann halt alle 5 sich mit einreihen. Und das ist auf jeden Fall interessant. Jetzt machen wir das Ding hier. Ja, wieder. Zack. Okay. Die brauchen wir nicht. Gehen wir mal Kreisel, im Kreisel, im Kreisel. So, und ich würde sagen, was uns hier drin erwartet, sehen wir halt in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.